Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Gleich zu Beginn der Serie 19 können wir ein neues Fahrzeug gewinnen, mit dem ich persönlich nicht gerechnet hätte, dass wir das jemals in Forza Horizon 5 mit reinbekommen. Nicht, weil es an sich sehr unwahrscheinlich ist oder dass es jetzt mega schwer oder kompliziert gewesen wäre, dieses Fahrzeug mit ins Spiel zu bringen, sondern vielmehr, weil wir das Konzeptfahrzeug von dem Fahrzeug ja schon im Spiel haben und sich das eigentlich groß gar nicht von der finalen Serienversion unterscheidet. So habe ich mir jetzt einfach gedacht, ja gut, da werden die Entwickler sagen, ja gut, ihr habt das Concept-Car, das ist fast die Serie, da brauchen wir jetzt nicht noch die Serienversion mit reinzubringen. Aber sie haben mich eines Besseren belehrt, sie haben tatsächlich die finale Serienversion mit reingebracht. Die Rede ist natürlich einmal vom Concept 2 bzw. C2 und jetzt eben von der Serienvariante vom Rimac Nevera, den gibt es derzeit in der Festival-Spielliste beim Erreichen der 20 Punkte eben hier in der ersten Jahreszeit der Serie 19 zu gewinnen. Und gleich bevor wir richtig reinstarten in die Folge, wir haben uns ja eben den C2, auf dem das Ganze ja hier basiert, im Let's Play auch schon ausführlichst angeguckt in Let's Play Folge 97. Und ich empfehle jedem, ja, der die Folge noch nicht gesehen hat oder sie schon wieder vergessen hat, sie unbedingt auszuchecken. Am besten noch vor dieser Folge, also gerne jetzt das Video hier halt machen, neuen Tab im Browser aufmachen oder wenn du auf dem Smartphone bist, einfach das Video jetzt wieder schließen und dann nachher wieder öffnen. Check auf jeden Fall mal die Folge 97 aus, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Denn dort gehe ich natürlich ein bisschen auf Rimac Automobili ein, also die Marke an sich, super interessant. Natürlich auch auf den Concept 2 und natürlich auch schon den Ausblick auf den hier. Und jetzt können wir nicht nur ja, von dem Ausblick, den ich damals gegeben habe, so ein bisschen ins Blaue reden, sondern wir können tatsächlich jetzt diese finale Serienversion erleben und ausfahren. Und das ist auch das richtige Stichwort. Wir wollen natürlich jetzt das finale Produkt auf unserer PXR-Teststrecke bewegen. Und ein kleiner, ja, sagen wir mal, Stichpunkt oder kleine, wie soll ich sagen, Anreiz, den ich ja eben in Folge 97 gegeben habe, möchte ich hier gleich schon mal mit auf den Weg geben. Und zwar dort habe ich ja schon gesagt, dass die finale Version tatsächlich nochmal eins drauflegt im Vergleich zum Konzeptfahrzeug. Ja, gerade in Sachen Beschleunigung und sonst ein paar Sachen sollte jetzt der Nevera echt ein richtig böses Brett sein, ja. Und wer gestern im Livestream dabei war, der hat auch gemerkt, ich war eigentlich im Ersteindruck schon sehr positiv angetan. Aber eins nach dem anderen, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Wir wollen jetzt ein bisschen Action erleben und deswegen geht's jetzt hiermit direkt auf die PXR-Teststrecke. Ja, und hier angekommen wollen wir natürlich jetzt auch gleich mal die finalen Leistungseckdaten des Rimac Nevera wissen. Und deswegen werfen wir den Blick aufs Datenblatt. Und da sehen wir ganz ähnlich wie beim C2. Wir haben 4 Elektromotoren am Start. Das heißt, pro Rad treibt ein Elektromotor das Ganze an. Die resultieren dann in eine Systemleistung von 1940 PS und 2360 Newtonmeter Drehmoment. Wir wurden hier im Spiel allerdings etwas betrogen, denn die Version hier im Spiel hat nur 1919 PS, also 21 PS fehlen da irgendwo. Man könnte jetzt sagen, okay, das merken wir am Ende des Tages nicht, aber wenn wir schon einen Unterschied zwischen Serie und ja, dem Konzept wissen wollen, dann will ich eigentlich auch ja, die maximale Serienleistung haben. Ich gehe gleich später nochmal drauf ein, warum mir diese 21 PS schon ein bisschen wehtun. Ja, beim Getriebe auch ein kleiner Unterschied. Wir haben eine Direktübersetzung. Das war ja beim Concept 2 noch ein bisschen anders. Da waren nämlich die beiden hinteren Elektromotoren mit einem Zweiganggetriebe gekoppelt. Deswegen kann man auch das Concept tatsächlich in zwei Gängen schalten. Den hier nicht. Da haben wir nur diesen Eingang. Beim Gewicht schlägt dabei über 2 Tonnen zu, schafft den Sprint von 0 auf 100 in knapp unter 2 Sekunden. Interessant ist hier auch noch, die Viertelmeile schafft dann 8,6 Sekunden, also auch wie das Concept. Aber den Sprint von 0 auf 300 schafft er in 9,3 Sekunden, also in unter 10 Sekunden. Da hat er tatsächlich dem Concept 2 was voraus, denn der hat es nämlich nur in Anführungsstrichen in 11,8 Sekunden sogar geschafft. Bei der Höchstgeschwindigkeit sind beide gleich, bei 412 km/h ist Schluss. Ja, wie fuhr sich das ganze Fahrzeug, um das ganz kurz anzureißen? Mega geiles Einlenkverhalten, aber auch mit der Gefahr, dass man das Heck dabei verliert, wenn man es übertreibt, also wenn man das Fahrzeug zu sehr in die Kurve schmeißt. Ansonsten sehr angenehmes Fahrverhalten. Aber Ernüchterung macht sich breit, wenn wir auf die Bestenliste schauen. Eine 1,47,944 würde ich jetzt erstmal so annehmen, aber das Concept 2 oder ja, die Konzeptvariante war 1,5 Sekunden schneller. Wie konnte das denn passieren? Ja, und ich bin extra nochmals, ja, für diese Folge
das Concept 2-Fahrzeug hier über die Teststrecke gefahren und mal ein bisschen so Selbstanalyse betrieben, auch nochmal so direkter Vergleich für mich gemacht, weil es ja für mich auch ein paar Tage her ist, als ich Let's Play Folge 97 aufgenommen habe. Und es ist tatsächlich so, das Concept 2-Fahrzeug ist einfach de facto schneller. Aber woran kann das liegen? Naja, das liegt einmal daran, dass der C2, ja, ich kürze es jetzt mal mit C2 ab, wird es ja auch offiziell, ein bisschen an den Worten sparen, dass der C2 hier im Spiel einfach besser durchbeschleunigt. Also das, was eigentlich ja die Serie besser machen sollte, nämlich ein besserer 0 auf 300 Durchzug zu haben, das ist nicht der Fall. Also es ist genau umgekehrte Welt. Der Nevera ist tatsächlich 0 auf 300 definitiv langsamer, auch oben raus. Ja, ich meine, ihr müsst mal gucken, wenn ihr mal so ein bisschen auf die Geschwindigkeiten der beiden Teststreckenrunden achtet, dann ist es so, dass wir zum Beispiel beim C2 mit über 380, also fast 20 km/h schneller ins Ziel fahren als mit dem Nevera. Und das ist nicht, weil die Linie zu krass abweicht. Klar, gibt es immer Abweichungen in der Linie, aber ich mache ja so viele Runs und das war jetzt der schnellste Run am Ende, den ich quasi auch mehr oder weniger zweimal bestätigen konnte. Und zum Teil waren da auch gerade mit dem Nevera Runs dabei, die zum Teil eine Sekunde langsamer waren. Ich meine, bei so einem schnellen Fahrzeug, da musst du einmal nur irgendwo falsch ans Gas gehen und schon, ja, funktioniert es wieder irgendwo nicht. Und das ist ein bisschen schade und das ist ein bisschen ernüchternd. Und ich meine, es gibt auch vielleicht einen Grund, warum der Nevera auch ein bisschen beim Durchzug gehemmt ist. Und zwar haben wir hier beim Nevera einen einstellbaren Heckflügel bekommen. Also hier wird wirklich Anpressdruck berechnet, was wir ja beim Concept 2 nicht hatten. Dort könnte man quasi, wenn man mehr Aero möchte, den Forza-Flügel montieren. Das wird hier nicht gehen, zumindest mal hinten nicht. Und ich denke mal, dass einfach der Luftwiderstand beim Nevera hier im Spiel zu krass ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir stellen den Flügel einfach flacher. Das Problem ist, ich habe es ja gerade gesagt, das Einlenkverhalten bei dem ist so krass direkt, das ist Fluch und Segen zugleich. Sprich, wenn ich jetzt hinten den Flügel wegnehmen würde, dann ist die Gefahr, dass ich beim Einlenken das Heck verliere, extrem groß bei dem Fahrzeug. Das heißt, wir werden heute definitiv gerade im Fahrwerk und im Feintuning sehr viel machen müssen, um den Nevera vielleicht dahin zu bewegen, wo er eigentlich hingehört, ja, um das mal nur so kurz anzureißen. So, ich will mich aber nicht lange groß verquatschen, sondern wir gehen erstmal zurück zu unserem Häuschen, werfen vielleicht nochmal einen Blick aufs Fahrzeug. Ich meine, rein optisch nehmen sich eben jetzt die finale Version, also der Nevera, als auch der Concept 2, nicht so viel. Also es ist schon so ein bisschen im Detail. Ich finde, hier und da wirkt natürlich der Nevera schon ein bisschen ausgereifter. Ich finde auch die Felgen schöner. aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr ähnliches Fahrzeug, ja. Was ich auch sehr cool finde, ist halt zum Beispiel, dass wir jetzt hier auch eine funktionierende Airbrake haben, die jetzt physikalisch, glaube ich, nicht berechnet wird. Aber man kann immerhin sagen, das war auch mein erster Eindruck, dass die Bremsleistung beim Nevera gefühlt besser ist. Ist sie auch, allerdings nur minimal, zumindest mal laut Telemetriedaten. Was halt natürlich ein großer Unterschied ist, der Nevera kommt halt einfach mit weniger Geschwindigkeit an den entsprechenden Bremspunkten vor der Kurve an. Und dementsprechend fühlt sich die Bremsleistung natürlich auch besser an, logischerweise. Ja, wenn ich natürlich 350 km abbremsen muss, ist es wahrscheinlich einfacher, wie wenn ich 370 km abbremsen muss, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ja, bisschen Ernüchterung, wie gesagt, aber jetzt gucken wir mal, was wir tuningtechnisch vielleicht auch machen können. Wir werfen trotzdem noch mal ganz kurz einen Blick ins Fahrzeug, da hat sich ja bestimmt auch noch mal vielleicht ein bisschen was getan. Und da werden wir auch vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf die Unterschiede eingehen vom C2 zum finalen Nevera. Und zwar leistungstechnisch hat nämlich der C2 1914 PS und eben die Serienversion normalerweise eben diese 1940, die wir nicht bekommen haben. Wir haben ja nur 1919 im Spiel bekommen. Sprich, wir haben jetzt gerade mal nur 5 PS mehr als der C2. Ich weiß, es würde am Ende wahrscheinlich jetzt nicht so viel ausmachen, aber trotzdem. Ja. Drehmomente haben wir bekommen, diese 60 mehr, denn eben der C2 hat 2300 glatt Newtonmeter Drehmoment. Wir haben ja eben 2360, ich sag's nochmal. Das mit dem Getriebe habe ich schon gesagt, das macht auch was aus, schätze ich mal. Dass einfach dieses Zweiganggetriebe, da kann man einfach ein bisschen mit spielen beim C2 und irgendwie, glaube ich, kann er dadurch halt auch einfach diesen Durchzug vielleicht besser, ja, simulieren, wie auch immer. Wobei man sagen muss, der Elektromotor oder die Elektromotoren hier beim Nevera, bei der finalen Version, drehen auch deutlich höher. Ja? Also die drehen ja bis, glaube ich, über 16.000. Beim Concept waren es nur so knapp 12.000. Also das ist natürlich dann auch wieder so, wo sich es ausgleicht. Aber der größte Unterschied, und deswegen wollte ich da eigentlich auch drauf eingehen, gerade wenn wir im Innenraum sind, ist natürlich, dass die finale Version viel mehr Ausstattung bekommen hat, viel mehr Komfort bekommen hat. Und dadurch ist das Gewicht extrem nach oben gegangen. Wir haben hier nämlich
200 Kilogramm exakt mehr als im Concept. Das Concept-Fahrzeug war noch knapp unter 2 Tonnen. Hier sind wir ja schon ein gutes Stückchen über 2,1 Tonnen unterwegs. Und das merkt man hier und da auch, gerade in den schnelleren Abschnitten der Teststrecke hat man dann schon gemerkt, dass der schon echt gerne ein bisschen rutscht. Und dann nutzt dann auch der Heckflügel, der so ein bisschen Anpressdruck generiert, auch nicht mehr so viel. Der Sprint von 0 auf 100, und das ist tatsächlich auch in der Realität so, ist tatsächlich der oder das Konzeptfahrzeug schneller. Also 0 auf 100 schafft das Konzeptfahrzeug in 1,85 Sekunden. Hier habe ich ja schon gesagt, sind wir knapp unter 2, also ist auch nur minimal, aber es ist so. Aber dann eigentlich, wenn es dann weitergeht, wenn das Ding mal rollt hier, dann sollte das Ding ja eigentlich besser beschleunigen, und das tut es halt leider im Spiel de facto, wie gesagt, nicht. Ja? Was halt natürlich ein bisschen schade ist. So, ich würde aber sagen, wir wollen natürlich direkt mal so ein bisschen an die Sache rangehen, ein bisschen tunen, ein bisschen machen. Ich sag's auch hier nochmal ganz kurz, ja, für die Leute, die vielleicht Folge 97 dann doch nicht gucken. Ich kann's nur sagen, ich empfehle es euch, guckt euch Folge 97 an. Ich glaube, wenn ihr die beiden Folgen zusammennehmt, dann habt ihr das rundum sorglos Paket um dieses Fahrzeug, ja. Und jetzt, oder jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich find's natürlich geil, ne? Also nicht falsch verstehen, ich finde es natürlich geil, dass wir auch den Nevera bekommen haben. Was ich aber schade finde schon mal, ist, dass er halt wohl nicht so performt, wie er sollte. Ja? Wir haben ja sogar den höheren Index bekommen. Wir haben ja sogar hier 968. Wir haben ja sogar 5 Leistungsindexpunkte mehr. Aber er bringt es halt, stand jetzt noch nicht so wirklich auf den Asphalt. Ja, wie gesagt, der Durchzug von 0 auf 300 ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Manko. Da müsste halt einfach ein bisschen mehr gehen. Aber ja, was ich auch sagen wollte eben ist, was ich eben auch in Folge 97 schon gesagt habe und bestimmt auch schon wieder irgendjemand ganz klug und besserwisserisch in die Kommentare geschrieben hat, da steht aber Rimac, das spricht man Rimac, weil Nico Rosberg, der hat sich ja den ersten von den 150 Limitierten des Nevera gekauft und der sagt auch Rimac. Ja, aber Nico Rosberg ist halt Nico Rosberg, ja, der, keine Ahnung, ich will ja jetzt nichts Negatives sagen, aber er spricht es halt falsch aus. Es heißt tatsächlich Rimac. Ich sag's nochmal in aller Ausdrücklichkeit. Ansonsten, ich empfehle auch hier nochmal die Weltdokumentation zum Concept 2, geht eine Dreiviertelstunde. Auch dort sprechen sie es nochmal so aus. Liegt einfach daran, Rimac ist ein Familiennamen, benannt nach dem Gründer der Firma, Mats Rimac. Und der kommt aus Bosnien, und da spricht man das halt eben so aus. Firmensitz übrigens in Kroatien. So, das ist auch nochmal erwähnt an der Stelle. So, wir können nochmal zur Aero gehen. Wie gesagt, wir können jetzt vorne den Splitter machen, um vorne auch Anpressdruck zu haben. Hinten können wir nichts machen, weil der Serienflügel hier tatsächlich einstellbar ist. Ist ja auch cool, da können wir auch mit spielen. Aber ja, reifentechnisch haben wir schon die Semislicks drauf. Da sind wir auch gleich aufgestellt wie beim entsprechenden Konzeptfahrzeug schon. Das lassen wir auch so. Semislicks, ja, könnte man natürlich machen, aber machen wir jetzt mal nicht. Wir sind auch in der Regensaison. Die Gefahr, dass es regnet und wir dann gar keinen Grip haben, ist groß. Wir gehen mal auf die breitesten Reifen. 305er vorne. Wir versuchen jetzt einfach mal alles zu maximieren. 345er dann hinten. Spur machen wir auch gleich noch, denn wir können auch, ups, das kann ich schon mal ankündigen, ein Fahrwerk nachrüsten. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch bitter notwendig. Und wenn der nochmal so ein bisschen tiefer liegt, dann ist das auch nicht schlecht. Auch Stabi rein. Wir müssen aber gucken, dass wir im Feintuning den so ein bisschen, ja, hinbekommen. Überrollkäfig machen wir jetzt nicht. Wir haben uns nicht vor zu überschlagen. Zumindest mal ich habe es nicht vor. Ja, und Gewicht ist natürlich so eine Sache. Hiermit können wir schon mehr in Richtung des Gewichts des Konzepts gehen. Immer noch ein bisschen schwerer, aber trotzdem besser. Und wir gehen aber voll runter 400 Kilo weg. Also wir bauen einfach einen Akku aus. Akku brauchen wir nicht. Wir haben keinen Verbrauch hier im Spiel. Da reicht uns auch so eine 9-Volt-Batterie natürlich. Nee, Spaß. Aber ja, 1751 Kilogramm ist nicht schlecht. Man sieht aus, Gewichtsverhältnis wird auch besser. Deswegen machen wir das einfach auch mal direkt mit dazu. Ansonsten können wir noch das Diff tatsächlich verbauen. Das machen wir auch. Und dann sind wir am Limit. Also wir können hier gar nicht auf die X-Klasse sogar hochgehen. Wobei, mit dem Flügel vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ah ja, mit dem Flügel vorne oder mit dem Splitter würde es gehen, weil wir dann mehr Anpressdruck generieren. Machen wir jetzt aber mal nicht. Was wir aber vielleicht eben noch machen können, ist natürlich das hier. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch auf X gehen. Ich glaube, wir machen nur eine Stufe. Ich glaube, es reicht, wenn wir den Sturz da noch anpassen, weil ich glaube, da werden wir eh wieder ein bisschen reduzieren. Und auch vorne gehen wir mal nur auf die erste Stufe. Das Rad darf ja gerne noch im Radkasten verschwinden. Wir können natürlich das uns mal angucken, dann geht es halt hier richtig weit raus, aber ich glaube, so jetzt, wenn der Sturz bleibt, wäre das okay, aber ich glaube, der Sturz wird nicht bleiben, deswegen machen wir es lieber mal so. Felgen lasse ich mal, die finde ich eigentlich cool. Rein optisch, ja, würden jetzt, glaube ich, 21 Zoll auch ganz gut aussehen, aber die 20 Zoll passen eigentlich. Und ja, deswegen passt das schon. Und wie gesagt, Felgen lasse ich eigentlich auch.
Finde ich eigentlich cool. Wir können ja vielleicht trotzdem mal reingucken, ob es leichtere Felge gäbe. Oh ja. Oh ja, interessant. Also es würde leichtere Felgen geben. Dann würden wir aber auch in X kommen, tatsächlich. Deswegen machen wir das mal vielleicht nicht. Bleiben wir einfach mal ganz, ganz klassisch hier. Bei S2. Ist schnell genug, sage ich jetzt einfach mal. Ja, was man noch sagen kann, oder was ich jetzt gerade zum Zwischensatz gesagt habe, ja, also 150 Stück limitiert. Er ist tatsächlich offiziell im Juni 2021 erschienen. Preis ist nach wie vor bei 2 Millionen. Natürlich, je nach Ausstattung geht der Preis auch gerne nach oben. Hier im Spiel die Version allerdings ist, glaube ich, ein bisschen teurer jetzt gemacht worden. Genau, da haben wir 3 Millionen. Wir haben mal die Special Forza-Version, die kostet halt dann 3 Millionen. Ja, kann man natürlich, kann man natürlich so einfach mal stehen lassen. Ja. Designtechnisch, genau, da gibt es natürlich auch noch mal ein paar Sachen, die wir machen können. Im Vorschaubild ist tatsächlich auch das, was jetzt hier Carbon ist, eigentlich blau. Was man hier auch eigentlich sieht, das ist aber irgendwie nicht umgesetzt. Oder das ist ein blaues Carbon, was ich nicht erkenne. Ja, wir könnten es natürlich theoretisch, glaube ich, selber nachrüsten, wenn man das wollen würde. Ich könnte jetzt, ups, hier einfach auf, oh, das ist die Hauptfarbe, das war falsch. Farbgruppe 2 müsste es dann sein. Könnte ich... Bin schon wieder eins zu weit. Könnte ich natürlich jetzt hier auf Carbon gehen und es dann einfärben, ne? Also ich könnte jetzt hier auf Carbon gehen und dann mache ich hier so einen leichten Blau-Touch rein, ne? So ganz minimal. Dann kriegt man so, wird man so bläuliches Carbon schon hinbekommen. Jetzt hier mal so ganz rüber gehe. Ich muss wahrscheinlich hier eher in so ein Dunkelblau angehen. Oh, das ist schon fast lila gefühlt. Naja, so vielleicht. Da kann man da so ein bisschen so bluisch Carbon quasi erzeugen. Wäre vielleicht eine Option für die Leute, die das wollen. Also wäre auf jeden Fall cool. Aber ich finde es eigentlich mit dem normalen Carbon eigentlich auch ganz cool. Ich würde aber trotzdem eine andere Farbe nehmen. Ich finde ihn, glaube ich, tatsächlich... Hat natürlich auch was mit diesem Blau. Aber ich finde ihn, glaube ich, mit diesem Anthrazit eigentlich auch ganz geil. Wobei es halt einfach so grau und grau ist auch langweilig. Schwarz ist natürlich auch nice. Vielleicht mache ich das sogar mit dem Blau. Einfach, weil es mal was anderes ist. Das fällt so ein bisschen auf. Komm, wir machen es einfach. Fällt einfach ein bisschen mehr auf. So, hier kann man aber, glaube ich, lass mich gerade mal gucken. Ah, das ist da oben, okay. Ich dachte, man kann Dings machen. Okay, Spiegel lasse ich mal. Der Flügel kann man auch einfärben. Ah ja, guck mal an. Der ist quasi hier Carbon. Aber dann lasse ich auch mal blau. Ist okay. Felgen lasse ich auch mal. Bremssattel würde ich jetzt einfach auch mal lassen. Machen wir da jetzt keinen riesen Heckmeck. Sondern wir wollen ja auch ein bisschen fahren, ein bisschen tunen und so weiter und so und machen. Deswegen gucken wir einfach mal. Habe ich schon übrigens erwähnt, dass ihr Folge 97 auschecken sollt? Nein, also ich meine, es ist klar, es ist irgendwo Werbung auch in eigener Sache, aber ich glaube, das würde dieser Folge schon ganz gut tun. So, oder beziehungsweise euch auch ganz gut tun. Ja, ein Highlight natürlich, auf das bin ich noch gar nicht eingegangen, wir können auf den sogenannten Driftmodus umstellen. Das hat er auch tatsächlich in der Realität. Dann werden tatsächlich auch hauptsächlich nur die Hinterräder angetrieben und dann ist es halt natürlich, lässt auch mehr Schlupf zu und dann könnte man einfach auch ein bisschen mehr driften und so weiter. Ja, ist nett. Also finde ich okay. Wenn man da wirklich mal so ein bisschen driften will, warum nicht? Finde ich eine coole Sache. Vor allem, wenn es das echte Fahrzeug auch hat, aber wir sind jetzt eigentlich nicht zum Querfahren hier. Und ihr merkt, ich krieg's auch gerade noch gar nicht so richtig auf die Kette, aber ich meine, bei der Leistung gar nicht so einfach. Und was ich auch noch sagen muss, vom Sound her finde ich tatsächlich das Konzept auch irgendwie geiler. Ja, ich weiß, wir reden hier über einen Drum. Sound, ja. Zwischen Drum 1 und 2, aber trotzdem finde ich, klingt das Konzept irgendwie cooler. Deswegen, ja, unterm Strich muss ich leider sagen, ist für mich, es ist kein schlechtes Fahrzeug, der Nevera jetzt hier, ne? Also, das will ich nicht sagen, aber ich bin ein bisschen trotzdem enttäuscht, weil ich mir einfach mehr erhofft habe davon, weil eigentlich auf dem Blatt Papier, das habe ich ja, wie gesagt, in der angesprochenen Folge 97, die ich jetzt zum 5 Quadrillionen Malsten erwähne, ja auch schon gesagt, so, ne, der Nevera soll wohl noch krasser und ist noch krasser und wie krass muss es sein? Und dann, ja, ist das nicht. Zumindest beim Spiel nicht, leider. Ja. Aber, wie gesagt, mit vielleicht ein bisschen Kniffen hier und da. Ich meine, alleine jetzt schon, glaube ich, das Fahrwerk dürfte schon so viel helfen. Jetzt gucken wir mal im Radsturz rein. Auch da wieder der Trick. Einfach gucken, dass wir schon noch im negativen Bereich bleiben, auf dem belastenden Rad, aber okay, also, okay, was mir auffällt, ist Folgendes. Wir können tatsächlich hinten auf jeden Fall mal so 2 Klicks runtergehen, würde ich sagen. Vorne können wir aber schon tatsächlich deutlich mehr runtergehen. Wir geben ihm ein bisschen Stabilität. Einlenkverhalten braucht er nicht. Wir geben ihm definitiv Nachlauf. Das ist das, was er auch echt braucht, finde ich.
Stabi lasse ich erstmal so. Fahrzeughöhe können wir von mir aus gerne ein bisschen nach unten gehen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Federrade finde ich auch in Ordnung. Dämpfer würde ich ein bisschen reduzieren wollen. Zumindest mal in der Druckstufe. Die Zugstufe würde ich aber auch nur minimal, nicht viel, aber auch ein bisschen runter gehen. Und jetzt eben Aero. Das ist natürlich jetzt die Sache. Ich finde auch geil, durchs Fahrwerk und die Reifen ist jetzt die Beschleunigung hier auf 1,7 runtergegangen. Richtig krass. Ist jetzt halt die Sache. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch mehr Hecker-Aero gebe, wird er natürlich stabiler, aber erzeugt dann natürlich auch irgendwann ein gewisses Untersteuern. Ich würde aber tatsächlich es trotzdem mal versuchen. Auch wenn wir jetzt natürlich Topspeed ein bisschen verlieren oder so und der Durchzug vielleicht auch ein bisschen verloren geht, aber ich glaube, insgesamt ist die Gesamtperformance nicht schlechter. Wir müssten aber jetzt im gleichen Atemzug die Federrate wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Wir müssten wahrscheinlich auch bei den Reifen ein bisschen hier nach oben gehen. Oh, das ist schon ein bisschen arg viel eigentlich, ne? Aber ich glaube, dann mache ich es eher so. Und wir müssten dann wahrscheinlich, würde ich behaupten, mit einem Stabi vorne dann doch ein gutes Stück nach unten gehen, um das ein bisschen auszugleichen. Und hier vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Ja, Bremsleistung war ja eigentlich gut. Da würde ich jetzt auch erstmal gar nichts ändern wollen. Diff ist auch interessant. Würde ich eigentlich aber auch nichts ändern wollen. Also auch so diese Allrad-Eigenschaft hat er sehr, sehr gut gemacht. So, was wir jetzt noch machen könnten, lass mich das ganz kurz nochmal angehen, weil ich jetzt doch nicht so viel Sturz weggenommen habe, wie ich gedacht habe, könnten wir vielleicht sogar mit noch einem Trick spielen, wenn das Spiel es mir erlaubt, und vielleicht dann hinten doch nochmal dieses eine mehr zu machen. Okay, es steht dann schon weit raus, das Rad. Nee, dann machen wir es lieber nicht. Ich habe kurz überlegt, aber die Optik siegt. Ja, ich finde, wenn es so zu weit rausguckt, passt nicht bei so Fahrzeugen. Oh, gebracht. Ja, wir können tatsächlich Folgendes mal machen. Ich würde es mal riskieren. So, also was ich gemacht habe, ist jetzt vorne nochmal einen Tick niedriger. Einfach so einen Rake erzeugen, dass er mehr auf die Vorderachse quasi schon mal grundsätzlich aufliegen lässt. Mehr Gewicht. Und dann nochmal stabil ein bisschen. Damit wir halt einfach diesen mehr Aero, die wir jetzt hinten drauf haben, einfach nutzen als Stabilitätsgarant. Aber dass wir nicht in zu krasses Untersteuern geraten. Und wie gesagt, an sich fährt sich das Fahrzeug voll angenehm. Ja, also das ist alles cool. Aber rein jetzt von wie der Durchzug ist, wie die Geschwindigkeit ist, da hat halt das Konzept 2 leider im Spiel die Nase vorn. Ja, das ist schade. Aber ja, schreibt mal gerne auch. Vielleicht habt ihr auch ja Lust bekommen, einfach mal beide Autos so zu testen. Oder vielleicht habt ihr das auch schon getan, wie eure Eindrücke so sind. Vielleicht geht es nur mir so. Aber wie gesagt, so rein jetzt vom Fahrverhalten her finde ich natürlich geil beim Nevera. Hat ein sehr geiles Einlenkverhalten. Fühlt sich im ersten Moment gerade so im Free-Roam sehr cool und sportlich eigentlich an für das Fahrzeug. Da finde ich, dass der C2 das nicht ganz so geil macht. Auf der Teststrecke wiederum, das ist ein bisschen eine andere Bedingung. Da versuche ich ja auch auf Zeit zu fahren, auch am absoluten Limit. Da hatte ich halt das Gefühl, dass eben dieses krasse Einlenken auch eher mehr Fluch als Segen ist, weil ich immer darauf aufpassen muss, das Fahrzeug nicht zu verlieren. Des Weiteren ist es so, oder gerade weil der C2 das eben nicht hat, hat sich der C2 tatsächlich in den gefährlicheren Lagen dann dadurch stabiler angefühlt. Ja, also ist auch ganz interessant, wie unterschiedlich dann die Wahrnehmungen manchmal sind. So. In der C2-Folge bin ich, glaube ich, das Goliath gefahren. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach auch nochmal. Fahren wir eh voll selten und bei so einem Fahrzeug lohnt es sich ja eigentlich mal, auch hier die Inselrundfahrt zu machen. Und ich meine natürlich, was jetzt auch extrem hilft, ist natürlich diese extreme Gewichtsreduktion, die wir gemacht haben. Also ich glaube, das hilft dem Fahrzeug natürlich auch extremst.
Weil es sind dann nur in Anführungsstrichen diese 200 Kilo, was natürlich bei über 2 Tonnen vielleicht nicht ganz so krass ist, aber ich finde schon, dass man es merkt. Also ich finde schon auch, dass man es in diesem Fahrzeug irgendwo merkt. So. Starten ist natürlich extrem geil. Ist seit dem Update, seit dem Serie 19 Update sowieso geiler geworden. Durch die Launch Control sind auch allgemein die Rennstarts einfacher geworden. Aber klar, dadurch, dass der natürlich 4 Elektromotoren hat, die alles antreiben. Hat er sowieso super gut Grip. Ich werde von Venom ausgebremst, finde ich nicht cool. Vorsicht. Entschuldigt meinen Goliath-Skill. Ich fahre das viel zu selten. Ja, Bremsleistung, wie gesagt, die finde ich echt okay. Ich meine, ne, also wenn ich auf einem schlechten Durchzug spreche, es ist halt so, ist so unverhältnismäßig darüber zu urteilen. Aber es ist halt einfach im Vergleich, ne? Ich rede immer so im direkten Vergleich zum Concept 2. Der zieht halt einfach besser durch, so. Wobei jetzt mit dem weniger Gewicht könnte das vielleicht auch ein bisschen helfen. Was man vielleicht auch noch merkt, weil ich jetzt eben von Gewichtsverhältnis und auch Gewicht allgemein gesprochen habe und so weiter. Was man natürlich auch merkt, das hat man beim Concept 2 schon gemerkt, das merkt man jetzt hier auch. Der Gewichtsschwerpunkt ist schon tief und das merkt man auch. Ja, also dass es sich jetzt anfühlt wie über 2 Tonnen oder vorhin angefühlt hat wie über 2 Tonnen, das hat man nicht bei diesen Fahrzeugen. Liegt aber auch einfach daran, dass der Schwerpunkt echt extrem tief bei diesen Elektro Megacars liegt. Man muss ja echt schon von einem Megacar sprechen bei der Leistung. Ja, und ich muss jetzt auch sagen, mit dem Tuning und allem, jetzt liegt das schon extrem ruhig. Man darf es natürlich nicht übertreiben in den Kurven. Aber so jetzt im getunten Zustand. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vom Fahren selbst her der Nevera einfacher ist, ausgereifter ist, angenehmer ist. Aber wenn es rein jetzt auf die Zeit ankommt, zu sagen, hey, ich will Runde X fahren oder so, dann wirst du mit Concept 2 halt einfach schneller sein, wenn du es halt natürlich auch bringst. So. Wobei, wie gesagt, durch dieses krasse Einlenkverhalten hat ich gefühlt, auch wenn natürlich die Runden auf der Teststrecke schon eine Weile zurückliegen beim Concept 2, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt vor der Folge auch nochmal ein paar Runden gefahren, aber um den Vergleich zu haben, bin ich dort halt viel schneller on-pace gekommen, als eben mit dem hier. Einfach mit dem Grund, weil dieses krasse Einlenkverhalten auch einfach immer eine Kehrseite hat, dass man das Heck so ein bisschen rumschleudert. Und wenn das nicht stabil bleibt, ist das super, super, super gefährlich. Und genau das ist halt dann da so ein bisschen passiert. Und beim C2 ist es halt dann doch ein bisschen gefühlt stabiler geblieben. Deswegen, ja. Man muss ihn ein bisschen tunen hier, aber so jetzt in dem Zustand, wie wir ihn jetzt haben, finde ich ihn super angenehm zu fahren. Wir können ihn deutlich aggressiver noch auslegen, also ich glaube, das, was ich in den Ansätzen jetzt angefangen habe, mit dem Stabi könntest du hier deutlich aggressiver machen, weil dann doch jetzt diese Zunahme der Aero hinten, das Getriebe auch länger machen, ne? Aber ja, die Zunahme des Flügels gibt da jetzt natürlich nochmal die extra Stabilität auf der Hinterachse. Das könnte man schon noch ein bisschen mehr machen. Ja, und dass man hier natürlich auf dieses auf diesen Direktübersetzung beschränkt ist, kann auch einen Unterschied machen. Wir können gerne mal nach dem Rennen mal auch da nochmal mitspielen, wo wir den Topspeed technisch hinkommen würden. Da können wir gerne auch nochmal den Flügel komplett flach stellen, um einfach da Maximum Topspeed zu erreichen. Wäre ja auch schon interessant, weil in der Realität würden sich beide gar nichts nehmen, Topspeed-technisch. Im Spiel ist aber auch wieder ein kleiner, feiner Unterschied. Im Spiel ist nämlich der C2 auch wieder knapp, glaube ich, 7 km/h schneller in der Endgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass hier mehr Anpressdruck, Aero berechnet wird und dementsprechend auch mehr Luftwiderstand. Das würde zumindest mal vieles für mich erklären. Also dieser zusätzliche Anpressdruck halt leider
auch notwendig aufgrund der Grundvereigenschaften. Ich wiederhole mich, ich drehe mich im Kreis, aber ich versuche es dir einfach ein bisschen näher zu bringen. Wenn ich mir schon die Mühe mache und das so ein bisschen analysiere und da keine Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt schon Teststrecke verbracht habe mit den beiden Fahrzeugen, ist es. Kannst eigentlich keinem erzählen, wie viel Arbeit ich mir da eigentlich mache für eine Teststreckenrunde, die nicht mal 2 Minuten zu sehen ist nach einer Folge. Aber für mich ist es einfach auch irgendwie wichtig, diese Erfahrung zu haben, diese Fahrzeuge am Limit gefahren zu haben, weil erzählen kannst du viel aus der subjektiven Meinung, wenn du aber halt faktisch was immer wieder fährst und belegen kannst, auch mit Zahlen und so, finde ich es nicht schlecht. Ich glaube schon, dass es dann auch einen Mehrwert gibt in der Folge. So, auch über alle Folgen verteilt. Deswegen mache ich es dann auch wieder gerne. Ich will mich da gar nicht beschweren. Sollte gar nicht als Beschwerde rüberkommen. So. Ja, aber um einfach auch mal ein bisschen noch Wissenswertes reinzustreuen, ja, weil sonst mache ich nämlich die ganze Zeit Werbung für Folge 97, wo ich viel Wissenswertes reingestreut habe. Und mache mir quasi das Leben einfach und mache hier groß nichts Wissenswertes rein, wobei das natürlich jetzt auch Quatsch ist, aber weiß, wie ich es meine. Es ist ja auch ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, seit Folge 97 und heute, beziehungsweise das ist eigentlich auch schon länger passiert, aber ich habe es dort, glaube ich, nicht erwähnt. Und zwar finde ich auch ganz interessant, das ist natürlich ein Side-Fact, aber finde ich auch ganz interessant. Und zwar ist, oder hat der Chef von Rematz, also Mats Rematz, ist inzwischen CEO von Bugatti, ja. Und die haben auch tatsächlich ein Joint Venture, ne, nennt man ja, wenn sich quasi zwei Marken zusammenschließen, gemacht zwischen Bugatti und Rematz. Nennt sich Bugatti Rematz. Und das wirklich Interessante daran ist, an diesem Joint Venture Bugatti Rematz, ist der Großanteilhaber oder Großanteileigner, ach, keine Ahnung, wie das Wort nochmal heißt, ihr wisst, was ich meine, der den meisten Besitz dieses Joint Ventures hat, weder Bugatti noch Rematz, sondern das ist Porsche. Also Porsche hat 45% Anteile dieses Joint Venture. Ich glaube, Mats Rematz selber hat 35% oder dann sind es nochmal ein paar andere Hersteller, die da mit drin sind. Also das ist schon auch irgendwie, finde ich, interessant. Ja, mal gucken, was da noch so entsteht. Ich meine, das habe ich ja auch eben in der habe ich die Folge schon mal angesprochen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Folge 97 war es. habe ich ja auch schon angesprochen gehabt, dass eben halt Rematz auch schon in der Vergangenheit, noch vor dem hier Nevera, beziehungsweise Concept 2, Concept 1, Concept S, wie auch immer, natürlich auch schon viel für andere Hersteller auch immer produziert hat. Also auch zum Beispiel für Aston Martin zum Beispiel haben sie auch schon, gerade für den Valkyrie haben sie da was gemacht. Da haben sie quasi das Hybridsystem entwickelt. Sie haben eben auch Infotainment-Systeme zum Beispiel für Renault gemacht. Sie haben Batteriesysteme für Jaguar, für Königsegg zum Beispiel, eben dem Regera insbesondere. Also ne, die Marke ist natürlich da schon auch länger am Start, aber eben mit dem Nevera ist jetzt halt eher erstes Serienfahrzeug entstanden. Wie der erwähnte Nico Rosberg, ich wiederhole die Info einfach nochmal, weil ich das so ein, ja, so ein bisschen abfällig gesagt habe. Ja, es war natürlich nicht so abfällig gemeint. Aber eben, genau, Nico Rosberg hat da ja auch investiert quasi in diese Entwicklung. Ist ja sowieso ein großer Befürworter der E-Mobilität und der hat eben dann auch die Nummer 1 bekommen von diesen 150 Limitierten. Wir müssen jetzt halt nur noch dem Nico irgendwie klar machen, dass es Rematz heißt und nicht Rimac. Weil ja, klar, natürlich, ich bin da völlig bei euch. Rimac klingt natürlich cooler, ja. Aber es geht ja nicht immer darum, was cooler klingt. Wir laufen auf jeden Fall am Limit. Das Problem ist halt, wenn wir das Getriebe deutlich länger machen, könnte halt sein, dass wir unten raus ein bisschen länger bräuchte. Ich meine, klar, wenn man jetzt sowas wie Goliath fährt, kann man darauf verzichten, weil so viele krasse Beschleunigungsphasen hast du dann gar nicht. Aber ja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr findet es auch cool, dass ich direkt mir das Fahrzeug angeschaut habe. Den wir uns ja gestern Nachmittag freigeschaltet haben. Ich kann es auch nochmal sagen, aktuell jetzt 20 Punkte in der Regensaison bzw. in der Sommerjahreszeit von Mexiko freischaltbar. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und wie gesagt, im getunten Zustand finde ich ihn eigentlich jetzt gar nicht schlecht.
In der Serie ist er leider etwas eine Enttäuschung. Zumindest mal, wenn man halt von den Real-Life-Daten ausgeht. Gerade im Vergleich zum schon bereits vorhandenen Concept 2. Aber ja, auch so Spielereien eben mit dem Drift-Modus und so, das ist ja schon cool. Also sowas können sie von meiner Seite gerne öfters reinbringen, dass wenn eben Fahrzeuge gewisse Modi haben, dass man das irgendwie hat. Auch es wurde sich ja schon lange mal gewünscht, dass gerade auch bei Fahrzeugen, das haben ja viele Fahrzeuge, ein Sportmodus, Sport-Plus-Modus, irgendwie sowas, dass man das halt umschalten könnte. Das wäre schon irgendwie cool. Ich meine, die Physik würde es ja hergeben, ne? Dass man da einen Unterschied auch spürt. Würde ich schon irgendwie fühlen. Natürlich klar, je mehr man da irgendwie aus der Realität übernimmt, wäre natürlich cooler. Ich meine, gerade insbesondere jetzt bei diesem Rematz ist ja so, dass man zum Beispiel rechts habt ihr diese Regler, wo jetzt einmal hier 100-100 steht und auch Track, also ne, bei dem einen, das ist ja so ein riesen Regler, den man umdrehen kann, kannst du jetzt eben den Modi umstellen, hier sind wir jetzt halt auf dem Track-Modus, okay, aber eben das rechts, wo jetzt 100-100 steht, da kann man zum Beispiel das Drehmoment einstellen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt zu viel Leistung oder so, dann kannst du das runterregulieren, ja, dann kannst du selber anpassen, wie viel soll da anliegen. Und das ist ja auch irgendwie eine coole Sache, dass man da so das gezielt steuern kann. Ich glaube, auch hier wieder der Elektromotor macht es halt möglich, ne? So, jetzt sind aber die Treiber Tower nochmal gut rangekommen. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt echt gebummelt die letzten Meter auf der Runde. Ich bleib dabei, klangtechnisch, ich weiß, wir reden jetzt nur vom Elektroauto, aber trotzdem klangtechnisch finde ich auch hier das Concept 2 besser. Also es tut mir leid, dass ich das immer wieder erholen muss, es ist aber die Enttäuschung, die aus mir rausspricht. Und ich glaube, ihr könnt das auf der menschlichen Ebene irgendwo verstehen. Wenn man was bekommt ins Spiel, womit man eigentlich nicht gerechnet hat, es aber trotzdem dankbar annimmt, weil man weiß im Hinterkopf, hey, die Version ist die finale, die Serienversion und die ist tatsächlich sogar besser als das Konzeptfahrzeug in der Realität. Und dann ist es nicht so, dann ist es irgendwie eine Enttäuschung. Weil ganz oft ist es ja so, dass Konzeptfahrzeuge oder Prototypfahrzeuge oftmals einfach irgendwie krasser sind, brutaler aussehen und irgendwie dann manchmal auch geiler sind als die schlussendliche Serienversion. Bei dem ist es jetzt nicht unbedingt so und jetzt ist es doch so. Also, ne? Also in echt ist es eigentlich nicht so, aber im Spiel ist es dann doch so. Das ist schade. Wobei, wie gesagt, Bitune-Zustand ist nochmal ein anderes Thema. So, was wir jetzt mal noch ganz kurz machen, ist Folgendes. Ich würde ganz gerne doch nochmal versuchen, ihm ein bisschen weniger hier zu geben, hier ein bisschen mehr. Einfach, ich glaube, der könnte das vertragen oder der vertragt das auf jeden Fall. Kann jetzt vielleicht aus der langsamen Ecke auch, wo die Aero nicht so greift, aber das geht vollkommen klar. Muss man da so ein bisschen... Naja, so ein bisschen sliden ist ja okay. Ich habe eben ja auch ein bisschen Sturz hinten noch gelassen. Da kann er da so ein bisschen das Rad auflegen lassen. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Okay. Was wir jetzt vielleicht noch machen können, ist dann aber trotzdem mal die Übersetzung ein bisschen höher, höher machen. Mal so hierhin. Gucken wir ganz kurz mal, wie er startet. Das geht klar. Ich meine, ich habe jetzt gar nicht geguckt, die Telemetrie. Was er jetzt sagt, er sagt trotzdem 1,7 Sekunden, also das ist alles cool. Und dann haben wir aber auch ein bisschen mehr Topspeed. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt mal so ein Tuning, wo ich sagen würde, testet es gerne mal aus, wenn ihr selber nicht tunen wollt. Ich gebe das Ganze einfach jetzt mal frei. Wie nennen wir das jetzt? Nennen wir das mal Vera oder so. Ja. Hier bei den Tunings ganz wichtig, seit dem Serie 19 Update sind einige Bugs leider ins Spiel gekommen. Die Entwickler sind aber dran, die zu fixen. Ihr könnt, glaube ich, die Tunings direkt, wenn ihr sie runterladet und direkt installiert, geht es. Allerdings, wenn ihr sie runterladet und dann installieren wollt, geht es nicht. Dann stürzt euch das Spiel ab. Ja, falls ihr euch da wundert, warum das so ist. Liegt einfach daran. So. Jetzt wollen wir aber noch den Topspeed-Run machen, deswegen gehe ich jetzt mit der Aero nochmal ganz kurz zurück. Ich merke gerade, die Folge wird ein bisschen länger als
ursprünglich gedacht. Egal, bei dem Fahrzeug dürfen wir gerne auch mal ein bisschen übertreiben. Und dann würde ich hier geschwindigkeitstechnisch einfach mal gucken, wo so das Maximum liegt. 63. Ja, okay, das ist schon quasi irgendwo das Maximum. Aber ist trotzdem ja nicht schlecht. Zumindest ist die Beschleunigung echt gut da. Da sieht man mal, dass halt bei so einem Elektroauto immer direkt die Leistung eigentlich irgendwo schon auch anliegt. Trotzdem kann es halt sein, bei manchen Elektrofahrzeugen, dass wenn die Übersetzung zu krass lang ist, dass es dann irgendwo nicht mehr... Jetzt hatte ich doch gerade 5, oder? 0,5 war das höchste gerade. Nee. Machen wir es so. Okay, machen wir mal. Aber bei dem hier ist, glaube ich, so viel Leistung am Start, dass das groß keinen Unterschied macht. So, Moment. Ich muss hier einmal wenden. Stil echt. Müssen wir natürlich den Kreisverkehr und wenden einmal in die richtige Richtung. So. Und weiter geht's. So, dann gucken wir doch mal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn man den Flügel flach stellt in der Serie, dass der Durchzug dann vielleicht sogar wirklich auch so ist wie beim C2 oder vielleicht sogar wirklich dann besser. Also wirklich dann in diesen 110 Sekunden. Aber wie gesagt, das ist dann unfahrbar auf der Teststrecke, das könnt ihr vergessen. Ja, hat schon ganz gut Geschwindigkeit, würde ich sagen. Habe ich übrigens schon mal erwähnt. Nein, nicht die Folge 97, ja, die habe ich schon mal erwähnt. Ein oder zweimal. Dass ja natürlich mit Serie 19 alles im Zeichen quasi der Nacht steht. Das heißt, wir haben viel öfters jetzt Nacht oder länger Nacht. Und ich finde es irgendwie geil. Ich habe schon immer wieder betont, dass ich die Nacht eigentlich hier in Horizon 5 sehr angenehm finde. Sie ist nicht realistisch, aber für ein Spiel, für so ein Spiel, finde ich sie sehr geil. Und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich schon, so irgendwie auch Videos und Livestreams zu machen in dieser Serie, weil wir einfach öfters auch so ein bisschen in der Nacht fahren können. Weil ich finde, die Nacht und auch die Lichter so in der Nacht und so, sieht ja schon alles schick aus. Also das können wir uns ja schon irgendwie auch mal angucken und gönnen. Ich meine, wir haben jetzt hier auch da hinten auch jetzt eine Drohnenshow bekommen, wegen der Expansion. Mache ich auch mal schnell noch hin. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Ja, guck mal, wir da hinten jetzt... Gut, das liegt jetzt aber auch im Fahrwerk, weil ich es ein bisschen übertrieben habe. Das Schlimme ist ja jetzt, dass ich das Tuning selber gar nicht anbringen mehr kann, was ich gerade hatte. Will die Drohnenshow sehen. Da hinten ist sie. Oh Gott. Ja, da merkt man mal. Das ist ja nicht gut. Da hinten, guck mal, mit Badlands. Will dahin. Da fahren wir jetzt hin. So aufs Wochenende hin dürfen wir ruhig eine etwas längere Folge machen. Ja, und keine Sorge, ich weiß noch nicht, wie ich es hochlade, solle die Folge aber hier um 12 Uhr heute erschienen sein. Dann wird um 14 Uhr die nächste Rally-Adventure-Folge kommen. Falls die hier um 2 erschienen ist, dann wird um 12 wahrscheinlich die Rally-Adventure-Folge schon gekommen sein, deswegen. Dann ist es auch irrelevant, diese Info. Hui. Finde ich aber geil. Also sie haben die Drohnenshow quasi genau dahin gemacht, wo der Startpunkt, die Reise dann quasi ist, darüber. Finde ich cool. Weil das sieht man ja auch in Real Life immer mehr, ne? Solche Drohnenshows und so. Und ich fände auch, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, hat nichts mit dem Spiel zu tun, ist auch ein Real-Life-Thema, da kann man auch geteilter Meinung sein. Aber ich persönlich finde auch, dass man viel mehr irgendwie so Drohnenshows machen sollte, als tatsächlich Feuerwerk. Ja, weil Feuerwerk, auch wenn es cool anzuschauen ist, da bin ich natürlich, da gehe ich d'accord. Sieht man es gar nicht, weil ich zu nah rangefahren bin. Aber ja, einfach halt, ne, wenn man bedenkt, Silvesternacht, was das für eine krasse Verschmutzung ist. So, ne, was man da rausposaunt. Wenn wir schon immer auch gerade in Sachen E-Mobilität von Klima und so reden, dann sollte man doch vielleicht mal so Sachen machen, die auch viel bringen. Weil ich meine, ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, ich meine aber irgendwie das, was in der Silvesternacht
ein Feinstaub und so Scheiße rausgepustet wird, ist quasi im Verhältnis zum restlichen Jahr, macht es, glaube ich, irgendwie ein Drittel oder so aus oder sogar fast schon die Hälfte. Also es ist richtig crazy und das haut man einfach in einer Nacht raus. Und dann wäre doch so irgendwie so geile Drohnenshows, gerade bei größeren Städten, wäre doch auch cooler. Also wäre ich jetzt jemand, der das befürworten würde. Nur mal so am Rande erwähnt. Egal, das hat nichts zur Sache zu tun. So oder so, ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Aber wie gesagt, check auf jeden Fall Folge 97 aus. Check gerne die Welt-Doku aus. Die verlinke ich dir auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ich sage jetzt aber tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Und nein, ich mache jetzt keine Driftfahrt. Ups, da wollte ich eigentlich auch nicht rein. Ach, egal. Dann machen wir einfach hier so ein Schlussbild. So. Und ich sage jetzt auch wirklich tschüss. Ich wünsche dir ein wunderbares, fantastisches kommendes Wochenende. Es gibt natürlich wieder eine Multiplayer-Folge und dies, das. Ihr werdet auf jeden Fall unterhalten sein, hoffe ich doch. Macht's gut und bis denne. Ciao!